Den Felsen aus dem Weg schieben. Wer räumt den Weg frei? Du. Du rückst mit aller Kraft gegen den Felsen. Der Fels beginnt langsam über die zerstörten Stufen zu rutschen und zu rollen und stürzt dann in die Tiefe. Die Steine rollen mit lautem Echo dem Abhang herunter. Das Geräusch scheint über dir etwas zu wecken. Ein Schatten kreuzt den Pfad so schnell wie ein Blitz und verschwindet, bevor du erkennen kannst, wer ihn verursacht hat. Du siehst jedoch die ra immer rasch werden größenden Umrisse von weiteren Steinen, die von oben auf dich geworfen werden. Deine Gruppe duckt sich schnell unter einem kleinen Felsvorsprung, aber Kana stolpert und erreicht den sicheren Unterstand nicht. Ein plötzlicher Hagel aus faustgroßen Steinen und kleineren Kieseln regnet auf Kana hinab. Mit Wunden und blauen Flecken übersät springt Kana in die letzten Meter in Sicherheit. Nach einer kurzen Weile verklingt das donnernde Gepolter der fallenden Steine. Nach diesen Mühen setzt du den Aufstieg fort und der Rest der Reise verläuft ohne Zwischenfälle. Schließlich stehst du am Fuß einer letzten sich windenden Treppe, an deren Enden du die aufragenden Säulen von Hyelas Nest siehst. Ja, wir sind beim Hyela-Tempel. War irgendwie klar, dass Kana schon wieder was abkriegt. Alle Einnahmen gingen an Banditen verloren. Willst du mich verarschen? Müssen wir mal wieder Leute einstellen? Ja, ich stelle den Schmelztiegelritter ein. Das dürfte auf jeden Fall helfen. Und Scharmützelbogenschützin. Und den Beratpriester. Be cautious. Be constant. So, der Hyela-Tempel ist ja nicht groß. Da ist schon mal der Wolkensinger. Ups. Ich habe auf dem Berg beim Hyela-Tempel einen wunderschönen Wolkensinger gefangen. Ja. Oh, Kanna hat dafür ein Level abgekriegt. Ah. Dann steigern wir jetzt echt mal Kannas Athletik. Sieben Mann beschritten das Deck. Niedergeschrägt, Schadensreduktion, Frost und Schock. Der Silberritter Schilde brach die Klinge. Ja, das ist eine Phrase, die nehme ich gerne. Weiß aber Following nicht. your lead. Ich weiß aber nicht, ob ich die hier noch einbauen soll. Ja, doch, bauen wir sie mal ein. I'm here. Yes? Und Kana ist ziemlich kaputt. So, Spiel ist gespeichert. Und ja, das sieht nicht schön aus hier. Die Ränder der Knochen sind brüchig und geschwärzt. Da ist der Drache. And now the fun begins. Und jetzt geht der Spaß los. Als du den Gipfel des Berges erreicht, bewegt ein Windstoß
Ein Wind stoßt die Luft. Du hörst ein Geräusch wie flatternde Segel und der Himmel verdunkelt sich kurz. Ein Drache landet vor dir, der Boden unter deinen Füßen bebt. Er richtet sich zu seiner vollen Größe auf und breitet seine Flügel aus, um dir den Weg zu versperren. Sein Hals, sein Rücken und der Kamm seines Rückgrats sind mit wunderschönen Gefieder bedeckt. Er zischt dich an und obwohl das Geräusch keiner Sprache ähnelt, die du je gehört hast, ist unverständlich, was die Bestie meint. Ungeziefer, das in mein Nest eingedrungen ist. Mein Junge ist bedroht. Er stößt einen Strahl Schwefeldampf aus. Du wirst mein Junges nähern. Ein kleiner Windwurm kaut in einer Ecke des Tempels hinter dem Drachen. Sah auf der Hofwächterin. Sie ist leicht reizbar. Nicht vor Hunger, sondern vor Furcht. Kaum etwas ist gefährlicher als eine Mutter, die ihr Kind verteidigt. Du hast hier ein Junges. I will protect my last hatchling to the death. And that death will be yours, Rodent. Die Bestie faucht. Rauch strebt aus ihren Nüssen. Ich werde meinen letzten Jungen bis zum Tod verteidigen. Und dieser Tod wird deine sein, Ungeziefer. Hyela ist die Göttin der Mutterschaft. End of the sky and all winged creatures. Even my kind know of her. Ein tiefes Grollen entweicht der Kehle des Drachen und er stellt seinen Kamm auf. Und des Himmels und aller geflügelten Kreaturen. Rauchwolken steigen zwischen den Zähnen der Kreatur auf. Selbst meinesgleichen weiß von ihr. Dann solltest du ihren Tempel respektieren und gehen. Jede des Drachenwirbels versenkt dein Gesicht. Er schlägt aus ein Wirbel von Schuppen und Feuern. Okay, sie lässt uns keine andere Wahl. Können wir sie übernehmen? Okay, so sind wir die Fäulnisse losgeworden. Duins, mach mal was Böses auf sie. Nicht das. Verwundung. Dann machen wir sie zu eingeschworenem Feind. Ich meine, eine größere Wahl hat sie uns jetzt nicht gegeben gerade. Okay, die sind beide betäubt. Du willst, was kannst du noch machen? Au, was war das? Au, das waren... Okay, langsam wird's knapp. Ja. Was können wir noch machen? Versenktes Siegel vielleicht? Ready, Watcher.
Well now, this is testing my endurance. Yes? Okay, Palegina hat sie jetzt auch umgehauen. Was können wir noch? Nochmal eine Säule auf ihn werfen. Oder auf sie besser. Okay. Jetzt müssen wir laden. Habe ich einen Quicksave? Ja, ich habe hier einen Quicksave. Okay. Absolutely. Auf der einen Seite will ich sie eigentlich zum Gehen zwingen, aber auf der anderen Seite gibt es ein Achievement, was ich noch nicht habe, was ich gerne hätte. Das wäre, den Drachen und den anderen Drachen, also den Adra-Drachen, zu töten. Ja, das kennen wir alles. Bist du deswegen gekommen? Few places are safe for our young. This is a lesson that cost me the rest of my brood. Der Drache lässt seine federbesetzte Schwanzspitze zucken. Ich bin gekommen, um mein verwirrtes Junges zu beschützen. Meistgleichen braucht ein Revier. Wenige Orte sind für unsere Jungen sicher. Der Drache lässt eine gespaltene Zunge über Zähne gleiten, die so groß wie die Kurzschwerter. Ein Stück Fleisch hängt zwischen zwei seiner Eckzähne. Diese Lektion hat mich den Rest meiner Brut gekostet. Du und deine Jungs, ihr werdet viele töten, wenn ihr bleibt. Ihr müsst gehen. Die Hitze des Drachengebirgs versenkt dein Gesicht. Er schlägt aus, ein Wirbelwind von Schuppen und Federn. What? So, dann machen wir erstmal Puppenspieler. This isn't working. You can trust me. So, und dann müssen wir die mal verteilen. Okay, außer wir würden in Verteidigung Lindwurm. Heilung. Heilung. Itomak ist noch gelähmt. Da sind die auch beide wieder gelähmt. Duens, mach mal eine Heilung auf die. Genau das wollte ich vermeiden. Dass genau wieder der Scheiß passiert. Ja, der Kampf ist nicht leicht. Er ist aber leichter als der gegen den Adra-Drachen. Ich weiß aber nicht, was man dagegen tun soll, wenn man ständig betäubt ist. Ja. My, that is
Oh, bei der ist aber groß. Dieser Tempel ist, ist einer Göttin gewidmet, ist nicht dein Brutnest. Ja, und dann kommt das Drachengebüll. Keine Ahnung, wo der Drache jetzt hin verschwunden ist. Stand together. Und schon ein Atem. Schon kann ich's lassen. Longer.